dann wäre mir um den Aufstieg der Arminen nicht bange. Aber wo sonst so das Spielen, das Fußballspielen oft keine Augenweide, gab es für zigtausend Fans wenigstens einen Ohrenschmaus, allerdings einen sehr lautstarken. Bevor der Vorhang fiel und diese schlanke blonde Schwedin namens Marie über die Bühne fegte, vergingen viele Stunden des Wartens. Aber so ist das nun einmal im Rockgeschäft. Warten ist fester Bestandteil der Dramaturgie. Der Top-Act, so heißt der Höhepunkt im Jargon, kommt immer zum Schluss. Von neutraler Warte der Anwohner aus gesehen sind zu Beginn einer solchen Inszenierung die Rollen wie folgt verteilt. Die Fans strömen in Scharen in Richtung altehrwürdige Alm und die Roadies verströmen Schweiß und derben Charme. Aufgelockert wird diese Szenerie durch attraktive Weiblichkeit. Rockkonzert auf der Alm, die dritte Open-Air-Veranstaltung dieser Art in Bielefeld. 24.000 auf der Suche nach Woodstock im Teutoburger Wald. Im Vorprogramm entdecken wir Clouseau, eine Gruppe aus Belgien. Gebrauchsrock der besseren Art, eingängig und eindeutig animierend. 49 Mark Eintritt für 90 Dezibel Lautstärke, kein schlechter Preis, entspricht doch die Schallleistung einem Presslufthammer. Die Schmerzgrenze beginnt erst ab 130. Alt und Jung vereint in Wartestellung auf den Top-Eck. Und was die jungen Senioren nicht wissen, weiß das Teenie-Fachpublikum ganz genau, nämlich... Dass Marie Geschwister hat und Pierre ist verlobt mit Asa Nordin. Du bist ja bestens informiert. Ich habe auch eine Mappe, die ist so dick, mit Postern und Texten über Roxette. War mal, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich die Toten Hosen und Chalice. Wer ist das denn? Kennst du dich? Nun, man kann ja nicht alle kennen. Die Bravo gehört nicht mehr zur Pflichtlektüre. Deshalb sind wir auf weitere Experten angewiesen. Spielen gerne in ihrem Tonstudio rum und experimentieren. Und der Pierre fährt eigentlich auch ganz gern Motorrad. Und was machen die für eine Art von Musik? Ja, eigentlich so Rock halt. 105 Dezibel. Richtiger Rock ist immer etwas lauter. Dagegen ist ein Martinshorn ein leichtes Blätterrauschen. Mancher mag's erkannt haben. Aber Rock auf der Alm mit Roxette ist immer noch um Klassen besser als schlappe Kicker, die das Tor nicht treffen. No.